Das Oktoberfest der Lager GmbH Luckau auf dem Schlossberg hat sich zu einer festen Größe etabliert. Besonders gern nutzen Paare sowie ältere Damen und Herren dieses Angebot, um tanzen zu gehen. Das war deutlich abzulesen, gleich beim Auftakt, als nach Kirchengeläut mit Böllerschüssen die Blasmusik und der LCV-Spielmannszug in den Saal einzogen. Auf erhöhtem Podest präsentierten gleich zu Beginn die schönen Herren der Original-Lausitzer Blasmusikanten ihre strammen Männerwaden in Fashion-Lederhosen. Auffällig auch beim Publikum das überwiegend extra zum Motto des Abends ausgewählte Outfit. Schöne Dirndl mit mehr oder weniger tiefen Einblicken, hübsche Kleider und eben die Lederhose. Für die hatte sich auch Bürgermeister Gerald Lehmann entschieden und machte damit eine durchaus gute Figur. Veranstalterin Angelika Marlatschuk hatte wie immer den Überblick und freute sich natürlich über den großen Zuspruch gleich zu Beginn und über die Tanzfreudigkeit der Gäste. Nicht zuletzt auch durch den Stimmungsgaranten Dr. Taste so richtig in Schwung gebracht, erwarteten alle mit Spannung den Fassanstich. Ich will mich nochmal ganz, ganz herzlich bei den Original-Lausitzer Blasmusikanten bedanken, die bisher eine gute Stimmung hier verbreitet haben. Und natürlich auch bei Dr. Taste. Ich denke, das ist schon mal ein Applaus wert. Ich habe mich auf dieses Oktoberfest heute hier gefreut, weil ich das erste Mal dienstlich in kurzen Hosen gehen kann. Ja. Solch eine komfortable Situation hat man natürlich als Bürgermeister nicht immer, aber es macht mir natürlich auch Spaß. Und als Bürgermeister kann man auch delegieren. Und deshalb bin ich auch den Schützen dankbar, dass sie natürlich das Oktoberfest heute hier auf dem Schlossberg mit einem riesengroßen Knall eingeläutet haben. Und lieber Axel, wir sind alle gespannt, ob du es auch so schaffst, das Fass anzustechen, wie du normalerweise unten auf die Böller zündest. Also mit einem großen Teil. Ich wünsche Ihnen, also ich denke auch für den Schützenverein sprechen zu können, heute Abend hier auf dem Schlossberg eine tolle Feier. Und wenn morgen der Kopf wehtun sollte, dann ist es auch gar nicht so schlecht. Wir haben ihn gefeiert, das gehört manchmal dazu. Schönen Abend. Vereinte Kräfte stemmten letztlich die schwierige Angelegenheit. Auch Bierzapfen will gelernt sein. Und so lief es dann auch, als Kneipers Tochter Angelika das Zepter übernahm. Jetzt gibt es was zu trinken. Also auf die Sitze. Alle Gläser nach oben. 1, 2, 3 und nach oben. Und jetzt wird geknipst. Jawohl! Die Bedienungen hatten reichlich zu tun. Der Stimmungspegel stieg kontinuierlich. Ob Blasmusik oder Dr. Taste, die Musik war genau die richtige. Das wollten die Oktoberfestgäste hören. Nicht unerwähnt bleiben soll, wie viel Mühe auch in der Saaldekoration steckte. Oktoberfest und bayerisches Blau-Weiß sind untrennbar. Das liebevoll angeordnete Zubehör machte die Sache rund. Irgendwann baute Ingo noch die Bierrutsche auf, aber den Gerstensaft wollten die Gäste doch lieber trinken.
Welch genialer Sänger Dr. Taste ist, der mit bürgerlichen Namen Thorsten Jürke heißt, davon musste sich niemand überzeugen. Das war klar. Aber irgendwann wurde dennoch das ein oder andere Mal das Erstaunen groß. Luckau hatte ein schönes Oktoberfest. Da mobilisierten selbst die Gäste im höheren Lebensalter gern alle Reserven und machten so manchem jungen Hüpfer mal vor, wie manche Tänze richtig getanzt werden. Rundherum alles großartig anzusehen und auch mitzuerleben. Eine zünftige Oktoberfete auf dem Luckauer Schlossberg. Ja, bleibt mal schön stehen, hakt euch so irgendwo runter.